Ja, hallo Leute, willkommen hier wieder in unserem kleinen Heimstudio. Diesmal mit der Serie des Themas Krisenvorsorge von zu Hause. Das hat ja, wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, die meisten interessiert. Es werden mehrere Videos werden zu diesem Thema. Es ist ein sehr umfängliches Thema und daher haben wir uns entschlossen, nicht nur ein Video daraus zu machen, sondern in verschiedenen Clips das Ganze abzuarbeiten. Zum Anfang möchte ich euch in eine kurze Geschichte mitnehmen, die sich um den Handwerker Klaus dreht. Klaus ist auf dem Rückweg von der Baustelle in die Stadt Berlin. Klaus fährt in die Stadt rein und er wundert sich, keine Ampel funktioniert. Er fährt weiter, denkt sich nichts dabei. Typisch denkt er sich für die Berliner Straßen, das passiert halt. Er möchte, weil er sieht, dass sein Tank leer ist, kurz zur Tankstelle ranfahren, fährt zur nächsten Tankstelle ran. Und was merkt er? Die Tanksäule funktioniert nicht. Er möchte sich beschweren gehen, geht zum Schalter der Tankstelle. Auch der hat zu und er setzt sich in ein Auto, fährt weiter, weil er eben noch schnell was einkaufen muss für zu Hause zum Abendbrot. Klaus fährt weiter zum, nennen wir ihn, den Discounter Brutto, hält an, möchte reingehen. Auch dort funktioniert nicht. Die Schiebetür ist zu, Licht ist aus. Er denkt sich, gut, langsam ein bisschen komisch, aber wir werden noch was zu essen zu Hause haben. Der Tiefkühler ist ja voll mit Pizza. Klaus fährt weiter nach Hause. Möchte den Fahrstuhl nutzen in 32. Obergeschoss. Auch dort ein Erwachen, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Also auf geht's, 32 Etagen nach oben. Er klingelt, eine Klingel hört er nicht, hat aber Gott sei Dank seinen Schlüssel eingepackt, denn seine Frau hat das Ganze nicht gehört, weil die Klingel funktioniert ja nicht. Er geht rein, das erste Bedürfnis des Mannes nach der Arbeit, er möchte auf Toilette gehen, erübrigt sein Geschäft. Und was merkt er? Die Klospülung funktioniert nicht mehr. Das nächste Problem des Tages. Klaus denkt sich schon, was für ein Tag, ist heute Freitag der 13. Klaus möchte sich die Hände waschen nach dem Geschäft. Auch dort kein Wasser. Gut, denkt Klaus, irgendwas ist hier heute auf jeden Fall verkehrt. Er möchte zum Tiefkühler gehen, sich eine Tiefkühlpizza machen, macht den Kühlschrank auf und die Tiefkühlpizza ist aufgetaut. Das nächste Problem von Klaus. Gut, denkt er, Lieferdienst anrufen. Irgendwo muss ich ja was zu essen bekommen. Er ruft den Lieferdienst an, das Festnetztelefon beim Lieferdienst funktioniert nicht. Er sauer rennt die 32 Etagen wieder nach unten, möchte zum Geldautomat, weil er kein Bargeld mehr hatte. Auch der funktioniert nicht. Ende der Geschichte. Viele werden erkennen, woran das Problem liegt. Nämlich, der Strom ist weg. Hier beginnt unsere ganze Notfallsituation, denn hier handelt es sich um einen Notfall bzw. eine annähernde Krise. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Notfall und Krise. In kurzen und ganzen zusammengefasst heißt das, ein Notfall ist eine kurze Situation von mehreren Tagen bis vielleicht ein, zwei Wochen und eine Krise ist eine Situation, die über Wochen, Monate oder sogar Jahre gehen kann. Dass wir uns momentan in einer gewissen Krise befinden, haben wir alle mitbekommen. Es wurden Hamsterkäufe getätigt und so weiter und so fort und wir erkennen, dass dieser Notfall, ob man ihn nun wahrnehmen mag als Pandemie mit Corona oder nicht, es bleibt hier dahingestellt. Aber wir befinden uns auf jeden Fall in einer Situation, wo es für viele sinnvoll gewesen wäre, vorzusorgen, statt mittlerweile zu hamstern, wie es gerade in Anfängen der Corona-Zeit war. Wir alle kennen ja das Wort Krise mit Sicherheit nicht aus dem Bereich, dass wir jetzt in einer Krise wie dieser oder anderen Krisen wie in anderen Ländern stecken, sondern jeder für sich selbst hat mit Sicherheit schon mal in einer Krise in irgendeiner Weise gesteckt. Krise bedeutet daher so viel, dass ich persönlich in eine Krise, ob ich arbeitslos geworden bin oder sonstiges, hineingeraten kann. Aber es gibt natürlich auch andere Krisen. Krisen kann eigentlich alles umfassen. Krisen kann mich persönlich befassen. Krisen können ganze Religionsgemeinschaften, Staaten, Gesellschaften betreffen. Eine Krise kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Wir haben jetzt gerade durch die Geschichte von Klaus schon die erste Möglichkeit eines Notfalls oder einer Krise gehört. Alle haben es ja rausgehört, es geht natürlich um den Stromausfall, denn gerade der Stromausfall ist für mich persönlich und ich denke auch für viele Experten im Krisenvorsorgebereich, nicht nur aus privater Sicht, sondern auch aus staatlicher Sicht, der Punkt, der am schnellsten eintreten kann. Ein Beispiel, deswegen habe ich den Klaus erwähnt, war zum Beispiel vor wenigen Jahren in Berlin-Köpenick. In Berlin-Köpenick haben plötzlich von einer zur anderen Sekunde Tausende von Menschen ohne Strom im Bezirk Köpenick gestanden und haben genau diese Situation eben vorgefunden. Es gab plötzlich nicht mehr die Möglichkeit, zum Discounter zu gehen, Essen in irgendeiner Weise zu bekommen, denn
Auch dort geht es schon los. Schiebetüren in Einkaufsmärkten als Beispiel sind elektronisch gesteuert. Kassensysteme in Einkaufsmärkten sind elektronisch gesteuert. Die Tankpumpe beim Auto bzw. an der Tankstelle ist elektronisch gesteuert. Alles funktioniert heutzutage mit Elektronik und daher wissen wir ganz klar, wenn es zu einem Stromausfall kommt und der nicht nach 5 bis 10 Minuten oder 1-2 Stunden wieder da ist, kommt es schnell zu Problemen. Wichtig ist jetzt natürlich, bei einer Krise zu wissen, was man tun soll. Denn eine Krise oder ein Notfall kann natürlich auftreten. Das ist an für sich kein Problem. Man muss eben nur darauf vorbereitet sein. Und man verlässt natürlich, gerade wenn ein Notfall oder so eine Krise eintritt, persönlich seine Komfortzone. Und das ist für viele eigentlich das Schlimmste. Denn die Komfortzone, die in den letzten, sag ich mal, 20, 30 Jahren vor allem aufgebaut wurde, mit allen möglichen, was wir vor allem durch Elektronik haben, ist natürlich das Schlimmste für jeden Einzelnen. Daher heißt es, sich auf so eine Situation vorbereiten zu können. Und das ist das Wesentliche bei jeder Krise und bei jedem Notfall. Wir können diese Notfallsituation oder Krise natürlich nicht in irgendeiner Weise beeinflussen. Das ist ganz klar. Wir verlassen, wenn wir in einen Notfall geraten oder in eine Krise geraten, die Regel unseres täglichen Bedarfs. Das ist klar. Aber was wir machen können, ist diese Regeln außer Kraft setzen in der Form, dass wir möglichst gut darauf vorbereitet sind. Ich möchte euch jetzt kurz die Krisen- und Notfallsituationen vorstellen, die wahrscheinlich sind oder die eher unwahrscheinlich sind. Wie ich schon angefangen habe, Stromausfall ist die Situation oder der sogenannte Blackout, der uns am wahrscheinlichsten treffen kann. Der ist nicht nur einfach da, der kann natürlich verschiedene Notfälle und Krisensituationen im Vorfeld haben, auf die wir jetzt nach und nach eingehen werden. Das zweite Szenario, was auftreten kann, kann einhergehen mit einem Stromausfall, das ist sehr wahrscheinlich. Am Beispiel von Klaus haben wir es gehört. Durch den Stromausfall von Klaus gab es nämlich das Problem, dass bei ihm auf Toilette erstens die Klospülung nicht mehr funktioniert hat und zweitens natürlich das Wasser aus dem Wasserhahn nicht mehr funktioniert hat. Denn auch dort ist es nicht so, dass unten im Keller von dem Hochhaus jemand den ganzen Tag die Handpumpe aktiviert, sondern dass auch die Pumpen für die Klospülung, dass die Pumpen fürs Wasser, alles über elektronische Bauteile funktioniert. Also die nächste Situation eines Notfalls oder einer Krise kann Wasserausfall sein. Der kann elektronischer Natur sein, aber auch durch zum Beispiel eine Dürre. Ein sehr heikles Thema, was gerade in Deutschland auch über die Jahrhunderte sehr, sehr oft eine Situation war, die Menschen getroffen hat. In den letzten 20 Jahren war es vor allem die Elbregion. Leute in Dresden, in der Sächsischen Schweiz, aber auch Richtung Lutherstadt Wittenberg werden diese Situation noch kennen. Denn Wasserschäden waren an der Elbe ein ganz großes Problem gewesen. Es gibt auch noch andere Flüsse in Deutschland, das wissen wir, die Donau, alles sehr große Flüsse, die durch Deutschland fließen. Und Wasserschäden können in natürlich verschiedener Situation auftreten. Das muss nicht der kleine Wasserschaden vom Nachbar von oben sein, das ist schon ärgerlich. Vor allem kann es halt gerade durch Übertritte der Flüsse und auch von Seen nach Starkregen, nach eventuell Deichbruch und so weiter passieren. Ein Notfall, der auch leider sehr wahrscheinlich sein kann für einen persönlich, ist der Brand in der Wohnung. Gerade über Weihnachten kommt es ja immer wieder zu Zeitungsmeldungen, wo Oma Erna von nebenan mit 93 vergessen hat, ihren Adventskranz auszumachen und die Bude vom Nachbarn fackelt gleich mit ab. Ein großes Problem, auf das man zumindest vorbereitet sein muss. Gerade die etwas älteren Leute, also meine Generation jetzt nicht mehr unbedingt, aber die kennen noch das Beispiel Tschernobyl. Meine Generation kennt das Beispiel Fukushima. Auch dort, wissen wir, gab es große Unfälle. Das waren Kernreaktorunfälle gewesen, die auftreten können, aber eher unwahrscheinlich sind. Also in den ganzen Jahren, wo Kernreaktoren in irgendeiner Weise betrieben werden, gab es keine großen Unfälle, außer diese beiden genannten. Die sind natürlich unschön und man kann sich natürlich auch nur schwer darauf vorbereiten. Aber auch das ist ein Szenario, was auftreten kann. Eine Situation, auf die man sich recht gut vorbereiten kann und die auch relativ wahrscheinlich ist, gerade wenn wir jetzt hinblickend auf die politische Lage in der USA gucken, aber auch wenn wir jetzt durch die wirtschaftliche Situation, die Deutschland und Europa und auch die ganze Welt durch diesen Corona-Kram und so weiter betreffen wird, wird ein eventueller Währungszusammenbruch sein. Weitere Notfälle und Krisensituationen sind unter anderem. Es kann aufgrund der globalen Welt, auch hier in Deutschland, wir haben es leider schon in Europa und auch wie gesagt hier in Deutschland erfahren müssen, ist die Situation der Terroranschläge. Ein weiteres Szenario, was aber sehr unwahrscheinlich ist, ist ein Sonnensturm.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, dass auch hier, auch wenn die Winter nicht mehr die Winter waren oder sind, die wir mal hatten, sind Schneestürme. Auch die Dürre, die ich schon vorhin im Bereich der Wasserversorgung gesagt habe, ist hier in Deutschland eher unwahrscheinlich, aber in Mitteleuropa natürlich immer möglich. Situationen, die vor allem durch die jetzt angesprochenen Notfallsituationen und Krisensituationen hervortreten können, sind vor allem innere Unruhen, wo wir später darauf eingehen werden, sind Kriegszustände, die möglich sind. Auch Europa hat leider immer kriegerische Situationen gehabt. Epidemien sind natürlich möglich. Wir haben jetzt eine Pandemie, das ist nicht nur eine kleine Sache, eine regionale Sache, sondern eine Pandemie ist eine weltweite Sache, die, ob man nun daran glaubt oder nicht, ist wie gesagt ein anderes Thema momentan, aber zumindest sind Pandemien und Epidemien eine Möglichkeit. Was durch Gewerkschaften und so weiter öfter passiert im kleinen Rahmen, sind Streiks, aber Streiks können sich natürlich auch im Großen und Ganzen und sichtbarer gestalten und daher können auch Streiks zu einem Notfall werden oder auch längerfristig zu einer Krise. Es gibt natürlich noch weitere andere Situationen, Szenarien und so weiter und so fort. All das will man nicht hoffen und dahingehend soll diese ganze Videoreihe auch gar nicht gehen. Hier geht es eher darum, um die wahrscheinlichen Situationen, die hier für uns in Deutschland und in Städten auftauchen können, zu beleuchten und euch einen Ratschlag dazu zu geben, was ihr ganz einfach tun könnt. Wir haben jetzt durchgespielt, welche Szenarien im Bereich Notfall oder Krisen es geben könnte. Jetzt ist natürlich wichtig, wie lange kann so eine Krise, wie lange kann so ein Notfall dauern? Der Notfall, hatte ich ja schon vorhin erwähnt, ist eine Sache, die entweder wenige Stunden, Minuten, Tage oder so eine Woche dauert. Eine Krise bedeutet so viel, dass eine Situation, die etwas länger andauert und die ganze Situation selbst verändert. Daher können Krisen relativ lange andauern. Wir unterscheiden im Bereich der Krisen in verschiedene Zeiten. Es gibt die normale Zeit in der Krisensituation. Das heißt, wir bereiten uns natürlich immer auf eine Krise vor. Die normale Zeit ist jedoch die Vollversorgungszeit, nennen wir sie mal. Das heißt, in der Situation, wo man lebt, wo kein Notfall ist, wo keine Krise ist. Das nächste ist die Kurzzeitkrise. Die kann man gleichsetzen mit einem Notfall. Die geht ungefähr 2 bis 5 Tage. Der nächste Punkt ist schon der etwas umfangreicher ist vom zeitlichen Aufwand her. Das ist die Mittelzeitkrise. Die kann 2 bis 5 Wochen dauern. Ihr merkt, das ist schon eine Situation, da wird es schon schwieriger, die Tiefkühlpizza in irgendeiner Weise kalt zu halten. Der nächste Punkt, und da wird es dann langsam wirklich schwierig, ist die Langzeitkrise. Die Langzeitkrise geht von ca. 2 bis 5 Monaten. Ihr merkt schon, da wird es echt schwer, in der Einraumwohnung eventuell Reserven zu lagern. Die nächste Situation oder Zeit, die man messen kann oder dann nicht mehr messen kann, ist die globale, alles verändernde Krise. Die ist im Endeffekt unendlich. Man weiß bei dieser Situation dann natürlich nicht, wie lange diese andauern wird. Und eine Vorbereitung darauf ist dann natürlich auch enorm schwer. Wir wissen nun, es gibt verschiedene Szenarien und es gibt verschiedene Zeitfenster, wie lange ein Notfall und eine Krise dauern können. Daher haben wir jetzt die Möglichkeit zu handeln. Also die Frage, was können wir persönlich tun? Im Bereich Survival, Krisenvorsorge und so weiter dreht sich alles um die sogenannte Dreierregel. Die Dreierregel, die hatte ich schon mal in einem vorigen Video erwähnt gehabt, ist eigentlich recht einfach einprägsam. Der Mensch kann 3 Minuten ohne Sauerstoff. Er kann 3 Stunden in extremer Wettersituation überleben. Er kann 3 Tage ohne Trinken überleben, 3 Wochen ohne Essen und man sagt, 3 Monate ohne soziale Kontakte. Anhand dieser Dreierregel kann man 7 Grundbedürfnisse ganz einfach entwickeln, nachdem wir auch die Videos, die in den nächsten Wochen erscheinen, aufteilen werden. Die 7 sogenannten Survival-Grundbedürfnisse lauten Wasser, Unterkunft, Feuer, Gesundheit, Essen, Orientierung und das Wesentliche eigentlich bei der ganzen Sache, auch wenn wir da nicht immer Einfluss drauf haben, ist die Rettung aus der Krisen- oder Notfallsituation. Bevor wir in den nächsten Videos auf diese einzelnen 7 Segmente eingehen werden, worunter es natürlich auch jeweils noch Unterkategorien geht, aber dazu mehr in den kommenden Videos, möchte ich noch ein paar Hinweise geben, was man außerhalb dieser 7 Punkte schon einmal machen kann. Die wesentlichen Punkte sind, sich natürlich auf alles erstmal vorzubereiten, was an Szenarien eintreten kann, sich persönlich körperlich fit zu halten und vor allem auch geistig fit zu halten und auf solche Situationen im Kopf vorzubereiten.
Natürlich befassen sich auch Regierungen ganz klar mit solchen Krisensituationen, denn eigentlich sind sie natürlich dafür da, auch die Gesellschaft und die Bevölkerung zu schützen. Deswegen gibt es auch verschiedene Ämter in der Bundesrepublik Deutschland. Der Deutsche Bundestag hat sich natürlich auch damit beschäftigt, auch wenn er es in meinen Augen natürlich nicht ganz so ernst nimmt mit der Krisenvorsorge und auch mit dem Krisenmanagement, was wir jetzt vor allem auch in der Corona-Situation erlebt haben. Hier heißt es, und da zitiere ich aus einer Quelle im Deutschen Bundestag: Aufgrund der nahezu vollständigen Durchdringung der Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten würden sich die Folgen eines lang andauernden und großflächigen Stromausfalls zu einer Schadensklage von besonderer Qualität summieren. Betroffen wären alle kritischen Infrastrukturen und ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern. Trotz dieses Gefahren- und Katastrophenpotenzials ist ein diesbezüglich gesellschaftliches Risikobewusstsein nur in Ansätzen vorhanden. Quelle: Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften, Büro für Technikfolgen, Abschätzung beim Deutschen Bundestag aus dem Jahr 2010. Und hier beginnt nämlich unser Handeln. Der Großteil der Gesellschaft, ein Großteil der Bevölkerung hat diesen Weitblick eben nicht. Und das ist das große Problem. Wir haben natürlich die Möglichkeit und vor allem ihr, die ihr dieses Video schaut, euer eigenes Resümee daraus zu ziehen, was ich jetzt als Krisensituation und Notfallsituation erwähnt habe. Und euch persönlich erst einmal zu überlegen, ist das überhaupt wahrscheinlich, was der Sebastian erzählt, oder ist es einfach Quatsch, dann brauche ich nichts machen, ganz klar. Wenn euch persönlich diese Sache weiter interessiert, schaut beim nächsten Video zu, da werden wir nämlich zum ersten Thema kommen und das ist jetzt gerade, weil wir noch den Winter haben, das Thema Wärme. Denn wir haben ja als einen der ersten Punkte gehört, 3 Stunden in extremer Wettersituation. Daher guckt beim nächsten Mal wieder zu, abonniert den Kanal, verbreitet das Video und wir sehen uns zum nächsten Thema Wärme zu Hause und Krisenvorsorge in der Stadt. Bis zum nächsten Mal und bleibt dran. Ciao.